Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in der Sozietät Brederick-Wilkomm. Heute geht es um das Thema Indexmiete. Ich werde in letzter Zeit von Vermietern immer häufiger gefragt, ob es nicht sinnvoll ist, in den Mietverträgen eine Indexmiete zu vereinbaren. Im Gewerberaummietrecht ist das durchaus üblich, im Wohnraummietrecht warne ich eher davor. Verlockend für die Vermieter, und das ist auch das, was für die Indexmiete spricht, ist das vereinfachte Verfahren bei Mieterhöhungen. Wenn sich der Index, an den die Miethöhe sich anknüpft, wenn der sich erhöht, kann ich relativ einfach dem Mieter das mitteilen und bewirke damit eine Erhöhung der Miete. Insbesondere muss der Mieter nicht zustimmen und ich muss ihn, wenn er die Zustimmung verweigert, auch nicht auf Zustimmung verklagen. Das macht die ganze Sache tatsächlich für den Vermieter wesentlich einfacher. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum nicht jeder Vermieter im Wohnraummietrecht eine Indexmiete vereinbart, beziehungsweise warum das nahezu gar nicht vorkommt. Das hängt mit dem Pferdefuß der ganzen Angelegenheit zusammen. Im laufenden Mietverhältnis sind nämlich bei Vereinbarung einer Indexmiete modernisierungsbedingte Mieterhöhungen nahezu ausgeschlossen. Man kann Modernisierungskosten nur dann auf den Mieter umlegen, wenn die Modernisierung vom Vermieter nicht zu vertreten war. Der Vermieter hat nahezu alles zu vertreten. Das sind also besonders die Fälle hier, wo er mal ausnahmsweise was nicht vertreten muss, wo ihn der Gesetzgeber zu bestimmten Modernisierungen zwingt, vielleicht im Bereich der energetischen Modernisierung, wo das eine oder andere mal Pflicht wird. Ansonsten, die große Mehrheit der Modernisierungen kann nicht umgelegt werden. Wenn der Vermieter jetzt sagt, na warum, das Haus ist doch in Ordnung, da würde ich jetzt in den nächsten Jahren sowieso nichts machen und Instandsetzung kann ich ohnehin nicht umlegen, also warum nicht doch Indexmiete, muss man sich genau überlegen, denn man weiß ja nicht, wie lange der Mieter da wohnt. Der kann ja unter Umständen 20 Jahre da drin wohnen. In dieser Zeit sind modernisierungsbedingte Mieterhöhungen in der Regel dann ausgeschlossen. Man muss auch an künftige Erwerber denken. Auch die werden sich beraten lassen und wenn die sehen, dass in den Wohnungen eines Hauses überall Indexmieten vereinbart sind, wird das unter Umständen sich auch nicht vorteilhaft auf den Kaufpreis auswirken. Das gilt auch dann natürlich besonders, wenn der Erwerber da Modernisierungen plant. Ich habe in der Praxis schon die eine oder andere Modernisierung daran scheitern sehen, dass der Vermieter sie gar nicht finanzieren konnte, weil er die Kosten nicht auf die Miete umlegen konnte. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, der sollte dann, wenn er sowas vereinbart, in 557b BGB reinschauen. Da ist die Indexmiete geregelt und man wird feststellen, dass das Verfahren hinsichtlich der Mieterhöhung tatsächlich sehr einfach und komfortabel für den Vermieter ist. Wenn der Mieter dann die Miete nicht zahlt, dann klagt man quasi einfach auf die Mietdifferenz und das kann man bis zur Grenze der Verjährung machen. Man sollte dann natürlich genau ausrechnen, welche Beträge das sind und die dann in der Klage geltend machen. Man muss nicht, wie bei der Zustimmungsklage nach 558, also bei der normalen Mieterhöhung, innerhalb bestimmter Fristen dann auf Zustimmung klagen. Insofern, Indexmiete kann ein Instrument sein, in der Regel aber wohl nur im Gewerbemietrecht, im Wohnraummietrecht ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Dankeschön.